aus Kobane erreicht. Dies möchte ich mal gerne mit euch, Freunde, teilen. Kobane, ein Symbol der Verteidigung menschlicher Werte. So fängt das an. Kobane, die kleine Stadt an der türkisch-syrischen Grenze, ist ein Teil der Zivilbevölkerung Mesopotamiens. Die menschlichen Werte, die historisch in Mesopotamien das erste Mal entdeckt wurden, zeigen ihren Spuren in Kobane. Kobane ist das erste Gebiet Rojavas Westkurdistans, das mit der Revolution in Syrien aus den Händen des Baath-Regimes befreit werden konnte. Dies war der erste Schritt Richtung des demokratischen Systems in Rojava. Dieses System hat das Potenzial, ein Modell für ein zukünftiges demokratisches, pluralistisches und dezentralisiertes Syrien zu werden. Kobane wurde zum Fluchtpunkt für syrische Zivilistinnen und Zivilisten, die vor dem blutigen Bürgerkrieg fliehen mussten. Infolgedessen wurde Kobane zum Ziel der Feinde der Freiheit, der Demokratie und der menschlichen Werte. Seit Mitte 2013 befindet sich Kobane unter einer grausamen Blockade und Aggression. Diese durch Angriffe und Embargo schwieriger Bedingungen verschlechterten sich ab dem 15. September 2014. Als Terroristen des Islamischen Staats Massaker gegen die Zivilbevölkerung zu begehen versuchten, um dieses menschenverachtende Übergriffe gegen die Bevölkerung zu verhindern, begannen die Volksverteidigungseinheiten der IFEG und die Frauenverteidigungseinheiten der IFEJ und die Einwohnerinnen und Einwohner Kobanes einen legitimen Selbstverteidigungskampf gegen die mörderische ISIS-Bande. Die Terroristen des ISIS sind Feinde der menschlichen Werte. Sie sind Feinde der Demokratie, des Friedens, des Pluralismus und der Solidarität. Der IS repräsentiert eine Kultur der Vernichtung und der Zerstörung und begeht furchtbare Verbrechen wie die Enthauptung von Zivilistinnen und Zivilisten. Sie haben amerikanische, russische, britische Staatsbürger geköpft und ebenso tausende wehrlose Jesiden, Christen, Kurden, Turkmenen und Araber getötet. Der ISIS hat völkermörderische Verbrechen in Tel Azur, Mosul, Schengal, Tel Afar und die Kobane begangen. Niemand kann vorher sagen, wer als nächstes Opfer dieser Banden sein wird. Diese Terrorgruppe erklärt öffentlich, Europa, die ganze Welt befreien zu wollen. Wir meinen, dass diese mörderische Bande mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gestoppt werden müssen und dass diejenigen, die sie unterstützen und finanzieren, dafür zur Verantwortung gezogen werden müssen. Indem Kobane verteidigt wird, verteidigen die Kräfte, die hier auch alle die menschlichen Werte, die uns miteinander verbinden. Kobane wird seinen Widerstand fortsetzen und ruft alle, die an unsere gemeinsamen menschlichen Werte glauben, dazu auf, diese Kampf zu unterstützen. Die Selbstverteidigungseinheiten in Kobane erfüllen eine historische Aufgabe, indem sie die Kräfte der Dunkelheit bekämpfen. Aber sie brauchen die Unterstützung der ganzen Welt für ihren Kampf. Ein
Niederlage von Kobane würde den menschlichen Werte und dem Frieden, der Demokratie und dem Fortschritt auf der ganzen Welt einen schweren Schlag versetzen. Wir sind uns sicher, dass durch die Unterstützung der demokratischen Kräfte ein Sieg erreicht werden kann. Als wichtiger Schritt hin zur Vernichtung der Banden müssen alle dschihadistischen Organisationen und ihre Finanzquellen, im Besonderen die des ISIS, ins Visier genommen werden. Wir in Kobane danken euch für eure Unterstützung, während wir hier um das Überleben unseres demokratischen Experiments kämpfen. Mit der Hilfe derer, die an die Demokratie, den Frieden und die Geschwisterlichkeit der Völker glauben, werden wir siegen. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Die Verwaltung von Kobane. Deswegen, Freunde, diese ganze Demonstration ist eine moralische Unterstützung der Unterdrückten in Rojava, in Kobane. Deswegen müssen wir uns organisieren und versuchen, überall, wo wir können, mitzuwirken. Denn alleine schafft keiner was. Aber zusammen werden wir die Welt bewegen. Und daran glauben wir.